nach dem Antisemitismus-Eklat bei der Documenta im vergangenen Jahr sei die Findungskommission auch angesichts der Debatten rund um die Terrorangriffe auf Israel immer mehr unter Druck geraten. Jetzt ist das komplette Gremium zurückgetreten. Es war ein trauriger Höhepunkt der Antisemitismusvorwürfe, als dieses Kunstwerk der Documenta 15 abgehängt wurde. Darauf unter anderem ein israelischer Soldat mit Schweinsgesicht, ein antisemitisches Symbol. Konsequenz: Eine sechsköpfige Findungskommission sollte die Kuratoren der nächsten Documenta auswählen, um einen erneuten Skandal zu vermeiden. Doch ein Mitglied der Kommission, der indische Schriftsteller und Kurator Ranjit Hoskoti, geriet selbst unter Antisemitismusverdacht und trat vor ein paar Tagen zurück. Er hatte 2019 ein Statement der israelfeindlichen Bewegung BDS unterzeichnet. Ein weiteres Mitglied trat zurück, nun auch die restlichen vier. In einem Brief kritisieren sie aus ihrer Sicht bestehende gesellschaftliche Denkverbote. Unter den gegenwärtigen Umständen glauben wir nicht, dass in Deutschland Platz ist für einen offenen Austausch von Ideen und die Entwicklung von komplexen und differenzierten Annäherungen, die Documenta-Künstler und Kuratoren verdienen. Documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann schließt eine Verschiebung der für 2027 geplanten Documenta 16 nicht aus. Der Weg zu den zukünftigen Kuratoren der Kunstausstellung stehe erneut auf dem Prüfstand. Dazu dient nun einfach die sehr umfassende Auseinandersetzung mit den Strukturen, mit den Verantwortlichkeiten, mit der Organisation und mit den Abläufen in der Documenta. Erst wenn dieser Rahmen stimmt, erst wenn diese Basis eine ganz feste geworden ist, werden wir den Findungsprozess für die Documenta 16 neu aufsetzen. Kulturstaatsministerin Roth teilte mit, dass sie den Rücktritt der Findungskommission nachvollziehen könne. Sie wolle an einer möglichen Neuaufstellung der Documenta mitarbeiten.